Herzlich willkommen, schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Online-Pressekonferenz zur 20. LearnTech. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier aus der Konferenzebene der Messe Karlsruhe. Mein Name ist Martin Wacker, ich bin Pressesprecher der Karlsruher Messe und Kongress GmbH und darf Sie im Namen des gesamten Presseteams hier bei unserer Online-Pressekonferenz begrüßen, die wir gemeinsam mit unserem Partner PressLive auf www.presslive.de zeigen. Wir produzieren diese Pressekonferenz in HDV-Qualität. Journalisten können im Anschluss auch dieses Material sendefähig bei uns anfragen. Meine Damen und Herren, Ihre Fragen können Sie während unserer Online-Pressekonferenz permanent im Fragefenster eingeben und uns zu allen Referenten Ihre Fragen ganz aktuell hereinreichen. Wir werden sie dann an das Podium weiterleiten. Ich darf nun abgeben für die weitere Moderation an die Messechefin der Karlsruher Messe und Kongress GmbH, an Britta Wirz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von unserer Seite herzlich willkommen zur Online-Pressekonferenz zur 20. Ausgabe der LearnTech, der internationalen Leitmesse und des Kongresses für IT-gestütztes Lernen und für Bildung in der Messe Karlsruhe. Ich freue mich, Ihnen heute zwei exklusive Highlights präsentieren zu dürfen. Zum einen wird heute zum ersten Mal das Kongressprogramm vorgestellt durch Herrn Professor Henning und zum anderen von Herrn Dr. Lutz Michel von MMB, Institut für Medien- und Kompetenzforschung, wird heute das Ergebnis der MMB-Studie des entsprechenden Rankings erstmalig heute hier präsentiert. Vielen Dank, dass Sie beide zu uns gekommen sind und auch Herr René Naumann, Projektleiter der LearnTech-Messe, wird Ihnen Aktuelles verraten. Die beiden Bereiche Lernen und IT sinnstiftend zusammenzubringen, das ist unser erklärtes Ziel, das ist die Paradedisziplin der LearnTech, meine Damen und Herren, und daher war es naheliegend, auch das Medium online natürlich zu nutzen, um Ihnen aktuell die neuesten Entwicklungen zur Messe präsentieren zu können. Neue Entwicklungen, das zeigt auch unsere Messe, das zeigen auch unsere Aussteller und Partner. Und erstmalig ist es gelungen, mit einer Anzahl von 18 internationalen Kooperationspartnern nicht nur ein interessantes Programm an Ankonferenzen zusammenzustellen, sondern auch internationale Unterstützung zu erfahren. So sind in diesem Jahr rund 10 Länder vertreten, auch in unserer Ausstellerschaft. Wahrscheinlich werden es bis zum Schluss der Messe noch ein paar mehr sein. Und gleichzeitig sind auch 6 unserer internationalen Agenturen auf der Suche nach Ausstellern und Besuchern für die kommende LearnTech. Meine Damen und Herren, in der Bildungswirtschaft ist natürlich ein besonderer Antrieb. Wir glauben, dass das Thema Bildung insgesamt bundespolitisch eine ganz hohe Wertschätzung erfährt, natürlich neben den Themen wie Nachhaltigkeit, die im Moment auch sehr oben auf der Rangliste rangieren. Diesem Qualifizierungsbedarf tragen wir Rechnung einerseits mit unseren international agierenden Unternehmen und auch die EduBiz, eine kleine Sonderfläche in diesem Jahr, wird sich diesem Thema widmen. Aber auch bundespolitisch haben wir ganz besonders viel Unterstützung in diesem Jahr erfahren. Es ist eine große Ehre, sowohl das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit Frau Dr. Annette Schavan wie auch den Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Herrn Philipp Rössler, als Schirmherrn begrüßen zu dürfen. Die LearnTech ist meines Wissens die einzige Messe, die eine doppelte Schirmherrschaft schon seit vielen Jahren in diesem Zusammenhang nachweisen kann. Nachhaltige Entwicklung und Bildungsthemen sind natürlich auch wichtig für einen solchen Bildungsgipfel wie die LearnTech in Karlsruhe. Wir freuen uns auch an der persönlichen Präsenz von der Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Cornelia Pieper. Weiterhin begrüßen wir auch zwei Ministerinnen von Baden-Württemberg, nämlich die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg, Gabriele Warminski-Leithäuser, und auch die Ministerin für Integration, Bilkay Önay, wird persönlich zu Gast auf der LearnTech sein.
Meine Damen und Herren, die LearnTech blickt zurück auf eine 20-jährige Geschichte und über zwei Jahrzehnte hinweg konnten wir die LearnTech zu der führenden Veranstaltung für Lernen und IT prägen. Das können wir aber auch nur, weil wir immer wieder die Veränderungen des Marktes, die Veränderung der Landschaft in unsere Konzeption mit aufgenommen haben und natürlich darauf geachtet haben, dass neben der Informationsvermittlung im Sinne von Top-Informationen auch unsere Aussteller entsprechende Geschäfte abschließen können. Die LearnTech war bei ihrer Premiere im Jahr 1992 die erste ihrer Art überhaupt und das konstant qualitative Niveau wird sich auch natürlich in die nächste Periode der Veranstaltung fortsetzen. Was können wir berichten? Aktuell, wir sind sehr stolz, die LearnTech steuert auf einen echten Rekord zu. Heute ist schon so viel Fläche gebucht worden für die LearnTech, wie bis zum Endstand der letzten Veranstaltung und das macht uns sehr stolz. Ganz besonders wichtig ist natürlich auch, dass alle Keyplayer dabei sind und wenn Sie heute schon auf unseren Webseiten die aktuelle Ausstellerliste einsehen, werden Sie rund 140 Namen von Ausstellern aus 9 Nationen finden können und insofern sagen wir, die hervorragende Vorarbeit auch schon aus dem letzten Jahr kann in positive Ergebnisse in 2012 umgesetzt werden. Ja, die LearnTech zieht jedes Jahr viele Besucher an und wir sind besonders stolz, dass das viele treue Besucher sind, denn über 50% unserer Besucher kommen eben nur zur LearnTech, wenn sie sich auf Messen informieren wollen. Insofern eine sehr unique Zielgruppe. Ich will Ihnen aber nicht allzu viel vorwegnehmen. Ich möchte Ihnen noch etwas intensiver meine heutigen Gesprächspartner oder Ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner hier im Podium vorstellen. Zu meiner Linken, bei Ihnen natürlich zur Rechten, sitzt Herr Professor Dr. Henning. Er ist nicht nur Mitglied in unserem LearnTech-Kongresskomitee, sondern hat eine ganze Reihe von weiteren wichtigen Funktionen und Ämtern inne. Er ist seit 1998 Inhaber einer Professur in der Fachfakultät für Informatik hier an der Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft. Seit 2005 arbeitet er zudem als Gastwissenschaftler am Forschungszentrum Karlsruhe, heute sagt man KIT dazu. Und 2006 erhielt er auch noch eine Professur für Informatik und Multimedia in der Hochschule Karlsruhe. Er ist in vielen Gremien integriert. Das ist das bundesweite Forum Bildungstechnologie. Er ist Leiter des Arbeitskreises E-Learning im Bundesverband Digitale Wirtschaft und er ist Vorsitzender der Jury für den European E-Learning Award Aurelia. Er ist auch noch Sprecher des Arbeitskreises Neue Medien, der Hochschulen des Landes Baden-Württemberg und Mitglied der Programmkommission und Evaluator der virtuellen Hochschule in Bayern. Heute wird Ihnen Herr Professor Henning exklusiv erstmalig das Kongressprogramm 2012 vorstellen, das er zusammen mit Frau Sünne Eichler zusammengestellt hat. Wir bilden gemeinsam das Kongresskomitee und ich finde, es ist gelungen, ein vielschichtiges, spannendes Programm zusammenzustellen und die tollen Keynote-Speaker für die LearnTech werden Sie mit Sicherheit auch gleich noch erwähnen. Ja, zu meiner Rechten sitzt Herr René Naumann. Er ist Projektleiter für die LearnTech jetzt seit einem Jahr. Und ich denke, Herr Naumann, Sie können stolz darauf sein, schon in Ihrer ersten LearnTech, in Ihrer ersten eigenen LearnTech hier so gute Ergebnisse präsentieren zu können. Ich freue mich gleich auch auf Ihren Vortrag. Und als Dritten im Bunde darf ich Ihnen Herrn Dr. Lutz Michel vorstellen vom MMB-Institut für Medien- und Kompetenzforschung. Er wird Ihnen nachher gleich die Ergebnisse des E-Learning-Wirtschaftsranking 2011 vorstellen. Herr Dr. Michel ist studierter Publizist, Slawistiker und Soziologe und promovierte in Münster im Jahr 1980. Und er ist dann nach einer Zwischenstation noch zur Bonn-Bad Godesberger Infas, zu dem Meinungsforschungsinstitut gewechselt, wo er zuletzt als Bereichsleiter in der Medienforschung tätig war. Und seit 1996, Herr Dr. Michel, leiten Sie und haben es gegründet, das MMB-Institut für Medien- und Kompetenzforschung in Essen. Herzlich willkommen.
Ja, meine Damen und Herren, die Verbindung zwischen der LearnTech und MMB ist relativ einfach. Die LearnTech ist als die Leitmesse auch für E-Learning-Technologien natürlich exklusiver Messe und Medienpartner auch für ihr Ranking. Und insofern freuen wir uns gleich auf Ihre Top-Ergebnisse. Nun darf ich das Wort an Herrn Professor Henning übergeben und freue mich auf Ihre Beiträge. Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen in der Online-Pressekonferenz. Und liebe Frau Würz, danke für das Zuspielen des Balls. Das ist ja ein recht dicker Medizinball diesmal, denn wir haben tatsächlich an unserem LearnTech-Programm sehr stark gefeilt. Denn klar, bei einer solchen Jubiläumsveranstaltung erwartet man natürlich, dass wir auch etwas Besonderes dort als Performance erbringen. Und das ist in der Tat, glaube ich, gelungen. Ich habe die Freude, Ihnen zunächst einmal das Grobkonzept dieses Programms vorzustellen und dann vielleicht auf das ein oder andere Highlight einzugehen. Warum Grobkonzept? Wir haben drei Leitthemen identifiziert, die im Moment die gesamte Bildungsbranche, um nicht zu sagen, auch die E-Learning-Branche stark bewegen. Das eine ist natürlich das Thema Game-Based Learning, Serious Games oder Games im Allgemeinen. Das zweite ist das Thema mobiles Lernen. Klar, der Boom bei den Smartphones, alleine im letzten Jahr ein Wachstum des Marktes von 55% und dieses Jahr wird das so weitergehen, schlägt sich natürlich auch im Bereich der Bildung und des Lernens nieder. Und das dritte Thema, das verfolgt uns auch heutzutage schon im Fernsehen, nämlich Social Media, Facebook und Konsorten. Diese drei Leitthemen finden sich an vielen Stellen in unserem Kongressprogramm. Zu den beiden führenden Themen, das heißt also Games und Mobile Learning, haben wir in der Tat jeweils zwei ganze Kongresssektionen eingeplant, die sich jeweils mit der Sicht der Didaktik auf das Thema Games und Mobile Learning befassen und auf der anderen Seite dann auch die Technologie ein bisschen vorantreiben und diskutieren. Vier ganze Kongresssektionen, die sich schon um diese beiden Themen drehen. Das ist aber erstaunlicherweise nicht das Einzige, sondern die Bedeutung dieser beiden Themen für die gesamte Branche, aber auch für die LearnTech, lässt sich schlichtweg daran ersehen, dass plötzlich auch in ganz anderen Sektionen, die thematisch eigentlich an anderer Stelle einsortiert sind, so etwas auftaucht. Am ersten Tag der LearnTech haben wir beispielsweise eine Kongresssektion zum Thema Open Source Lernplattformen. Und siehe da, auch dort taucht das Thema Games plötzlich mit auf. Und am dritten LearnTech-Tag haben wir eine Kongresssektion, die sich mit dem Thema Technikdidaktik befasst. Und plötzlich taucht auch Thema Mobile in dieser Technikdidaktik auf. Das heißt also, diese beiden Themen sind wirklich so bedeutend geworden, dass sie sich eigentlich überall wiederfinden. Das zu den beiden Leitthemen Games und Mobile. Ich werde zum Thema Games gleich noch etwas anschließen können, denn da haben wir in der Tat noch ein weiteres Highlight sogar zu bieten. Auch das Thema Social Media Learning haben wir natürlich mit einer hauptsächlichen Kongresssektion aufgegriffen, aber es taucht auch an anderer Stelle auf. Ich darf beispielsweise darauf verweisen, dass wir zur Eröffnung eine Keynote von Stefanie Wehlert haben, die ist der neue CEO der VZ-Netzwerke. Und was sind VZ-Netzwerke? StudiVZ, SchülerVZ, das sind die Plattformen, die im Moment junge Leute bewegen und dazu bringen, sich untereinander zu vernetzen. Das heißt also, hier werden wir über aktives Lernen im Web 2.0 in einer Keynote wirklich aus der Quelle unterrichtet, die am besten über dieses Bescheid weiß. Social Media zieht sich auch an anderer Stelle durch, um ein Beispiel zu nennen. Wir haben das Thema Cloud Learning in einer eigenen Sektion aufgegriffen und darunter ist zunächst einmal nicht zu verstehen die Cloud im Sinne einer übergreifenden Rechnerplattform, sondern wirklich die Wolke, die sich ergibt im Moment dadurch, dass wir das Netz und seine Benutzer gemeinsam betrachten müssen. Auch hier haben wir wesentliche Beiträge aus der Industrie, aus der Wissenschaft, die wirklich hier die Stärke des Kongresses wieder demonstrieren. Um von dieser Grobkonzeption ein bisschen wegzugehen, wir haben wie üblich im Kongressprogramm fünf parallele Stränge, vier Kongresssektionen und eine Workshop-Sektion, die sich über diese drei Tage durchziehen. Wir haben die Kongresssektionen so angeordnet, dass in der Tat auch Spezialinteressen dadurch verfolgt werden können, dass man hintereinander die Kongresssektionen besucht und nicht etwa
jetzt auswählen muss, was man sozusagen von den schönen Themen hier fallen lässt. Das ist gar nicht so einfach, denn natürlich sind viele unserer Kongressbesucher auch vielseitig interessiert. Aber auch das ist ja im letzten Jahr, nein, in diesem Jahr war es, eingeführt worden als Neuerung. Wir werden ein sehr striktes Zeitmanagement haben, sodass man in der Tat sich ein buntes Programm hier selber zusammenstellen kann. Ich habe bereits erwähnt, ich werde noch das eine oder andere Highlight erwähnen, um ein Beispiel zu nennen. Die zweite Keynote zur Eröffnung wird gehalten von Herrn Hannes Schwaderer. Schwaderer ist Geschäftsführer und Managing Director von Intel in Deutschland. Es geht sogar noch etwas weiter. Er ist nämlich Präsident der Initiative D21. Und das ist für uns eine ganz wichtige Partnerschaft, die wir auch in diesem Jahr das erste Mal beginnen. Denn D21 ist ja gegründet worden in der deutschen Industrie von maßgeblichen Keyplayern, um genau das Bildungsthema aus Sicht der Unternehmen, die dahinter stehen, auch voranzutreiben. Wir freuen uns, dass auch ein Ankongress, ein Treffen einer entsprechenden Interessengruppe zum Thema Wissensmanagement von D21 auf der LearnTech stattfinden wird. An der Stelle erwähne ich auch noch ein paar von den anderen Partnern, die solche Ankongresse mit der LearnTech hier gelauncht haben. Das zweite wichtige Beispiel für uns ist der Bitkom, der als Verband auch jetzt wirklich das erste Mal in der LearnTech die Möglichkeit sieht, sich selbst zu positionieren und die eigenen Mitglieder an den Entwicklungen teilhaben zu lassen. Dann haben wir natürlich wieder Einzelprojekte, wie etwa das BMBF-Projekt WOTEC, die auch wieder ihre Jahreskongressveranstaltungen im Zusammenhang mit der LearnTech machen. Das zeigt eigentlich, dass dieser Weg, den wir im letzten Jahr, ich verwechsel es immer, weil ich schon gedanklich bei dem neuen Programm eigentlich vollständig bin. Das ist immer mein Problem gewesen, ja. Dass wir diesen Weg eingeschlagen haben, wird dadurch eigentlich bestätigt, dass dann jemand anruft und sagt, ja, wir wollten wieder unsere Jahrestagung machen, aber es fällt uns wirklich kein besserer Ort ein dafür als die LearnTech. Das hat uns also schon sehr gut gefallen. Zu den weiteren Highlights. Am ersten Tag die Public Keynote, die Mittags-Keynote, wird gehalten von Professor Dr. Norbert Bolz, Medienwissenschaftler an der Technischen Universität Berlin. Herr Kollege Bolz ist bekannt als jemand, der sehr pointiert auch auf Medienthemen und Bildungsthemen eingeht. Und darauf freuen wir uns natürlich ganz besonders. Was haben wir an weiteren Highlights zu bieten? Am zweiten Tag wird die Veranstaltung des Tages eröffnet durch eine Keynote von Herrn Oskar Heer, Leiter Arbeitspolitik der Daimler AG, das heißt ein weiterer Keyplayer, engagiert sich hier bei der LearnTech und wird seine Sicht auf duale Aus- und Weiterbildung, Zukunft oder Abgesang uns herüberbringen. Die Mittagskeynote dann wieder ein international renommierter Wissenschaftler, was zeigt auch, wie wir diese Verzahnung aus Messe und Kongress künftig sehen. Denn wir lassen hier die Messeteilnehmer auch teilhaben an den wissenschaftlichen Niveaus, die wir auf der LearnTech im Kongress bisher erlebt haben. Konkret wird hier gehalten ein Vortrag von Professor Jürgen Bang von der Universität Aarhus. Herr Bang ist langjährig tätig im Bereich Kommunikationswissenschaften, E-Learning, ist Mitglied vieler internationaler Kommissionen gewesen, hat auch für die EU eine entsprechende Studie angefertigt, die er uns letzten Endes auch präsentieren wird, zumindest Auszüge daraus, How to Organize Lifelong Learning, the Future of Professional Careers in Europe. Der dritte Kongresstag beginnt mit einem weiteren Highlight, nämlich mit einer Keynote von Professor Brandon Tangney, der als Direktor des Department of Computer Science am Trinity College in Dublin lehrt und der sich beschäftigt mit der Frage, wie lernen wir zukünftig Mathematik und Technologie, und erstaunlicherweise wird das auch wieder auf das Smartphone hinauslaufen. Das heißt also nochmal mein Statement vom Anfang, diese beiden Leitthemen ziehen sich überall durch. Meine Damen und Herren, ich will nicht zu lange alleine reden, sondern nur noch einen letzten Blick auf unsere Leitthemen werfen. Ich habe am Anfang erwähnt Games und Mobile als zentrale Dinge und ein weiteres Highlight wird am dritten Messetag geboten. Am dritten Tag haben wir hier eine weitere Zusatzveranstaltung organisiert. Das ist die Konferenz Level Up, das heißt also bezogen auf Gaming-Levels.
werden wir hier das Thema Computerspiele im Außenbereich der DM-Arena, also nicht integriert in die Messe und nicht integriert als Kongressteil, sondern als zusätzlichen Bestandteil, zu dem Sie natürlich auch freien Zugang haben, bieten und hoffen, dass wir dabei interessante Diskussionen auch zwischen Anwendern, zwischen Spielern, zwischen Spieleentwicklern, zwischen Didaktikern und Technologen anregen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und gebe das dann weiter an. Ja, wer ist der Nächste? Herr René Naumann. Ja, zunächst nochmal vielen Dank, Herr Professor Henning, für diese Ausblicke in das Kongressprogramm. Sie sehen diese enge Verzahnung auch zwischen räumlicher Kongressdurchführung und auch den Public Keynotes, die direkt in der Messe stattfinden. Und das ist natürlich eine hervorragende Überleitung für mich, um mit Herrn René Naumann weiterzumachen, der Ihnen die Messe-Highlights heute erklären wird. Herr Naumann. Ja, vielen Dank, Frau Wirz, und ja, auch von mir herzlich willkommen hier zu unserer Online-Pressekonferenz. Ich als Projektleiter der LearnTech, wie Frau Wirz schon sagte, bin jetzt seit einem Jahr dabei und bin in der glücklichen Situation, schon mit relativ vielen Ausstellern da jetzt auch glänzen zu können. Das heißt, wir hatten es auch schon erwähnt, dass die verkaufte Fläche bereits jetzt den Stand des letzten Jahres überstiegen hat und wir natürlich jetzt noch gar nicht aufhören und noch weiter schauen, noch weitere interessante Angebote für unsere Besucher hier zu finden und zu gewinnen. Auch Aussteller aus knapp 10 Ländern sind vertreten, hatten wir auch schon kurz erwähnt. Sehr, sehr spannend ist auch, dass wir halt Aussteller aus Bereichen oder aus Ländern wie China oder den Iran sogar mit dabei haben. Auch da sind wir noch dabei, weitere zu finden. Vielleicht kurz das auch mal zu sagen, es sind eine Vielzahl von Größen der Branche bei uns als Aussteller vertreten, um einige zu nennen, vielleicht Fives und Digital Publishing Know-how, der Tango, TDS, Fischer und Knoblauch, aber jetzt alle da zu nennen, würde jetzt einfach den Rahmen sprengen und wie gesagt, Sie finden auch die aktuelle Ausstellerliste im Internet. Diese wird täglich aktualisiert und ist auch schon sehr gut anzuschauen. Auch in diesem Jahr werden wir die LearnTech in einige Bereiche gliedern. Es dreht sich halt vieles um Bildungsmanagement, Contentproduktion, Hardware, Medien, auch Tools und Technologien, Training und Coaching, aber auch Wissensmanagement. Es sind einige Bereiche der LearnTech, aber auch im Vordergrund stehen natürlich bei uns die Themen Social Media, Serious Games, und Mobile Learning. Also da haben wir auch wieder die Verzahnung zum Kongress und wir sehen es auch aus der aktuellen Entwicklung am Markt, dass einfach diese Themen vordergründig am Markt schon eine Rolle spielen. Und Herr Professor Dr. Henning hat es auch schon kurz erwähnt, es wird einen weiteren Ankongress geben zum Thema Games auf der LearnTech. Und drumherum haben wir da natürlich das ganze Thema Serious Games noch ein bisschen stärker beleuchtet und ein neues Label geschaffen. Das Label Games at LearnTech wurde schon vor einiger Zeit in einer Pressemeldung veröffentlicht und wir haben uns gedacht, wir geben diesem ganzen Thema einen Schub und wollen dieses Thema natürlich bei uns stärker vernetzen und hier eine Plattform bieten, den Serious Games Anbietern, eine Plattform zu geben, sich hier zu präsentieren, hier aufzuklären, hier zu zeigen, welche Möglichkeiten es in Unternehmen gibt mit praktikablen Vorträgen, mit Beispielen aus der Praxis einfach dort die Möglichkeiten vorzubringen. Das heißt, dieser Bereich Games at LearnTech ist ein ziemlich großer Bereich. Es werden auch einige Aussteller in diesen Bereichen dort sich präsentieren und der gegliedert sich in drei Teilbereiche. Das eine wird sein eine Games Area, wo der Fachbesucher wirklich tatsächlich in einer interaktiven Funktion dort die attraktiven Projekte und Produkte selber anfassen kann und erleben kann quasi. Das heißt, dort wird es die Möglichkeit geben, einfach wirklich richtig in die Games-Welt einzutauchen und der Aussteller hat natürlich dann die Möglichkeit, dort diesen Aspekt der Serious Games einfach die Vorteile davor zu zeigen. Der zweite Aspekt dieser Branche ist unser Anwenderforum. Wir haben direkt auf der Games at LearnTech Area ein Anwenderforum geschaffen, auf dem es halt möglich sein wird, dort
die Vorzüge von Serious Games vorzustellen. Dort werden Vorträge, Workshops stattfinden, dort werden Keynotes sprechen und dort werden auch natürlich viele interessante Aspekte rund um das Thema Serious Games zur Sprache kommen. Und ein dritter Aspekt, wie eingangs schon erwähnt, das Thema Level Up. Diesen An-Kongress gestalten wir gemeinsam mit der Hochschule für Gestaltung und mit dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe. Und das ist eine Novität, die wir jetzt hier erstmalig auf der LearnTech mit präsentieren können. Darüber hinaus wird es auch weiterhin weitere Möglichkeiten geben, sich zu informieren über die aktuellen Themen, Trends der Branche. Zum einen auf dem Bildungsforum, was wir auch mit auf der Messe integriert haben, sowie dem Kundenforum. Dort werden Konzepte und Projekte von Ausstellern vorgeführt, beziehungsweise finden Aussteller dort ihre Bühne. Und es wird weitere Teilbereiche geben, wie zum Beispiel der Bereich Trainer und Coaches, wo Unternehmensberater und Trainer und Coaches ihr Können zeigen können und dort ihre Zielgruppe und das Publikum von sich selbst überzeugen können. Auch Startups geben wir eine Bühne. Das heißt, wir haben dort einen günstigen Einstieg für Startups geschaffen, für ein relativ kleines Budget auch mit vor Ort zu sein. Und wie Frau Wirtz auch schon erwähnt hatte, das Thema Etubiz, was eine begleitende Konferenz- und Medienplattform sein wird zu dem Thema internationale Personal- und Qualifizierungsstrategien. Wir haben noch viele, viele weitere interessante Aspekte, wie auch vielleicht um eins noch zu nennen, die Stiftung Baden-Württemberg, die mit einem Nachhaltigkeitstruck bei uns sein wird, wo es auch Workshops und Vorträge zu dem Thema Nachhaltigkeit in Verbindung mit Weiterbildung geben wird. Auch das ist ein sehr interessanter neuer Aspekt, der verfolgt wird. Dies und viele weitere Sachen sind halt eben in diesen Bereichen hier anzuschauen im nächsten Jahr. Darüber hinaus, die Preisverleihungen hatten wir auch schon teils erwähnt. Ich möchte es ganz gerne noch vervollständigen. Neben dem Delina und dem Aurelia wird auch ein Preis von der 30 Minutes Academy verliehen. Und das gibt, denke ich, auch der LearnTech einen interessanten Rahmen, beziehungsweise zeigt, wie wichtig die Veranstaltung ist, wenn wir hier als Bühne dienen dürfen, um diese Preise zu verleihen. Vielleicht noch ganz kurz zum Medienkompetenztag. Also Herr Professor Dr. Henning hatte schon erwähnt, dass es verschiedene Ankonferenzen geben wird. Neben dem D21, dem Bitkom, wird auch das Landesmedienzentrum bei uns eine kleine Ankonferenz starten. Das ist der Medienkompetenztag, der findet zum zweiten Mal statt. Und der hat in diesem Jahr das Motto Medienbildung früh beginnen. Das sind in aller Kürze die Highlights der Messe zusammengefasst. Ich bedanke mich, das hier vorstellen zu dürfen und würde ganz gern das Wort übergeben. Ja, vielen Dank, Herr Naumann. Ich glaube, Sie haben uns alle den Mund wässrig gemacht nach den Highlights der LearnTech. Ich bin auch sehr gespannt, wie das Ganze, was sich bei uns jetzt auf den zweidimensionalen Plänen dann abzeichnet, auch dann in der dritten Dimension ausschaut. Herr Dr. Michel, Sie und Ihr Team haben jetzt viele Monate Vorbereitung gehabt des MMB-Rankings und ich bin außerordentlich gespannt und ich glaube, die meisten von Ihnen ebenso, wie die Ergebnisse sind. Lassen Sie uns jetzt teilhaben. Ja, vielen Dank, Frau Wirtz, und auch für die Gelegenheit, hier im Rahmen Ihrer Online-Pressekonferenz die aktuellen Ergebnisse des Wirtschaftsrankings 2011 zu präsentieren. Die Fachjournalisten wissen es, dieses Ranking wird jetzt bereits zum vierten Mal durchgeführt. Die LearnTech ist seit 2 Jahren unser Premium-Partner und wir nutzen gerne die Gelegenheit, die Daten noch ein bisschen zurückzuhalten bis zu der Minute, wenn die LearnTech sagt Go! Das MMB-Institut wurde von Ihnen ja schon vorgestellt. Sie haben jetzt, und ich glaube, ich bin der Erste, der jetzt mit Folien hier präsentiert. Sie sehen das Portfolio
das mein Institut seit 1996 anbietet, hier vor sich. Das digitale Lernen ist ein Kerngeschäftsfeld, zu dem wir seit mehr als 10 Jahren arbeiten. Also E-Learning und damit auch die LearnTech sind uns seit langem vertraut. Zum Vorgehen und Hintergrund unseres Rankings. In diesem Jahr ist der Teilnahmezeitraum Mai bis August 2011. Wir haben es also etwas länger ausgedehnt. Das hat auch damit zu tun, dass wir auf bestimmte Dokumente, die von Wirtschaftsprüfern kommen etc., teilweise doch etwas länger warten müssen. Wie immer läuft das Ganze über einen Selbstausfüller-Fragebogen, der im Internet bereitgestellt wird. Dass die LearnTech Premium Partner ist, habe ich erwähnt. Hier steht es auch nochmal auf der Folie. Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen, die Umsätze mit E-Learning erwirtschaften. Und in diesem Jahr sind es natürlich die letzten beiden Jahre, also das Jahr 2010. Und um Trends berechnen zu können, das Jahr 2009. Und Voraussetzung bei uns mitmachen zu können, ist auch, dass die Firmen im Handelsregister eingetragen sind und eine Steuernummer hier in Deutschland haben. Eine weitere Bedingung ist, dass nur der E-Learning Deutschland Umsatz hier angegeben wird. Wir lassen uns zur Kontrolle auch den europaweiten, den internationalen Umsatz nennen, aber hier für das Ranking kommt ausschließlich der Deutschland Umsatz in Frage. Und ich habe es eben schon angesprochen, die Wirtschaftsprüfer werden auch nochmal gefordert, denn Umsätze über 1 Million, das haben wir vor 3 Jahren auf einer Diskussion hier auf der LearnTech so mit den Fachjournalisten, mit der Branche beschlossen, Umsätze über 1 Million müssen zertifiziert werden, damit man da auch verlässliche Daten hat. Die Stichprobe in diesem Jahr, und wir sprechen hier wirklich von der Kernbranche, wir sprechen nicht von der gesamten E-Learning-Branche, von der Bildungsbranche, die IT-gestütztes Lernen anbietet, sondern wir sprechen von der Kernbranche. In diesem Jahr sind es 37 Unternehmen, die teilgenommen haben. Und jetzt mache ich nochmal einen kleinen Sprung zurück von unserem Ranking auf unser Learning Delphi, das wir in diesem Jahr zum 6. Mal durchgeführt haben. Frau Wirz, Sie haben ja auch in Ihrer Programmübersicht schon darauf hingewiesen. Heute betone ich es gerne nochmal. Bei unserer Frage an die Experten, und es sind knapp 80 Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gefragt worden, hat die LearnTech in diesem Jahr nochmal stark zugelegt. Sie ist als Messe, die für die E-Learning-Branche hohes Potenzial aufweist, von 81% genannt worden. Im letzten Jahr waren das immerhin auch schon 64%. Und während im letzten Jahr 30% noch gesagt haben, geringeres Potenzial, sind es in diesem Jahr nur noch 14. Also das sind stolze Zahlen, die ich ganz gerne hier noch einbringe. Und Professor Henning, Sie haben eben die 3 Leitthemen genannt. Wer sich unser Learning Delphi ansieht, wird sehen, die LearnTech liegt hervorragend im Trend, denn genau dies, Mobile Learning, Social Learning und Games sind auch die Zukunftstrends für das Jahr 2014. Können Sie also die nächsten beiden Jahre noch mit weitermachen. Das sagen zumindest unsere Experten. Jetzt aber zum Ranking, zu den Ergebnissen 2011. Und wir beginnen hier wie immer bei unserer Vorstellung mit den Mitarbeiterzahlen. Wie viele Fachleute arbeiten in dieser Branche? Und wie ist da die Arbeitsmarktentwicklung in dieser Branche? Und ich betone das an dieser Stelle, ich muss das nicht wiederholen in der Folge. Uns geht es nicht so sehr um die absoluten Zahlen, sondern uns geht es um die Trends. Und hier können wir sehen, Sie sehen das auf dem Chart, dass wir bei den Festangestellten ein leichtes Wachstum haben, das ist etwa 1%, und dass wir, wie in der digitalen Branche insgesamt, wie in der Online-Branche insgesamt, einen sehr starken Zuwachs bei den freien Mitarbeitern haben. Das heißt, wenn wir gleich sehen, wie ist es mit den Umsätzen, ein zunehmender Anteil der Umsätze wird mit freien Mitarbeitern
erwirtschaftet. Dann kommen wir zu den einzelnen E-Learning-Tätigkeitsfeldern. Und auch hier hat sich eigentlich wenig seit dem letzten Jahr getan. Das Wichtigste ist nach wie vor die Erstellung von digitalen Lerninhalten und an zweiter Stelle Verkauf, Vermietung von Tools für E-Learning und Wissensmanagement. Und danach folgen die etwas kleineren Anbieter von E-Learning, Lerninhalten und Kursen, Beratungsdienstleistungen etc. Das also ein kurzer Überblick. Sie können dies alles ausführlich nach der Pressekonferenz in dem Bericht lesen, der dann sofort freigeschaltet wird von der LearnTech und auch von MMB auf unserer Seite. Jetzt kommen wir zu der Zahl, auf die meisten Fachjournalisten stärksten gespannt sind, nämlich die Umsatzentwicklung. Da hatten wir ja in früheren Jahren tolle Zahlen zu präsentieren. Da haben wir gezeigt, die E-Learning-Branche steht nicht im Trend der Wirtschaft, der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung, sondern legt stark zu. Von 2009 auf 2010, also die letzten beiden Jahre, die wir betrachtet haben, beträgt das Wachstum 5,1%. Wenn Sie bedenken, dass das Bruttoinlandsprodukt im letzten Jahr um, ich glaube, 3,6% gewachsen ist, dann liegt die E-Learning-Branche noch immer über dem Trend. In den letzten Jahren lag sie deutlich darüber, in diesem Jahr bzw. im letzten Jahr noch immer darüber. Aber natürlich ist da noch Room to grow und sicher kann die LearnTech auch da wiederum einen Ansatz bieten, um hier zwischen Anbietern und Kunden den Kontakt noch zu vertiefen. Sie sehen jetzt auf diesem Chart die Umsatzentwicklung der letzten Jahre und da sehen Sie das, was ich eben schon angesprochen habe. Wir haben nach wie vor ein Wachstum, aber die Zahlen aus den Jahren 2008 und 2009 können wir nicht mehr wiederholen. Ich würde hier von einer Konsolidierung der Branche sprechen. Damit kommen wir auch schon zu einem weiteren Höhepunkt, der natürlich vor allem die teilnehmenden Unternehmen interessiert. Wo stehen wir? Wer ist unter den Top Ten? Das haben wir hier aufgelistet. Wir verweisen an dieser Stelle auch noch einmal auf die Dokumentation, weil die Informationen, die auf diesem Chart sind, so umfangreich sind und von Jahr zu Jahr im Übrigen auch zunehmen, dass es nicht sinnvoll wäre, da jetzt ins Einzelne zu gehen. Wir haben in diesem Jahr, weil der Wunsch aus der Branche, auch die Diskussion auf der letzten LearnTech über unser Ranking, dahin weisen, dass zu den quantitativen Brancheninformationen doch mehr auch qualitative Informationen geboten werden sollten. Wir fragen das. Wir haben zum ersten Mal in diesem Jahr die USPs abgefragt, also die drei wichtigsten Unterscheidungsmerkmale, die die Unternehmen gerne nennen wollen. Und was Sie natürlich auch noch finden in unseren Daten, sind die sogenannten Subrankings. Was ganz interessant sein kann, dass ein Unternehmen, das meinetwegen in dem kompletten Ranking auf Platz 10 ist, in einem Geschäftsfeld aber den ersten oder zweiten Platz einnehmen kann. Auch das nochmal eine interessante qualitative Information. Ich überblättere dann das Weitere und komme zum Schluss mit dem Hinweis darauf, dass Sie die Ergebnisse auf den Websites der LearnTech und von MMB finden und dass ich mich auf die Diskussion mit Ihnen, mit den Fachjournalisten freue. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Michel. Ich glaube, die ganze Branche war sehr gespannt, diese Ergebnisse zu bekommen. Ein Beschäftigungsplus
Umsatzplus und auch, was ich aus Messeperspektive sagen kann, 16 out of the top 20 sind auch bei uns auf der Messe vertreten. Das heißt, live für Sie ansprechbar für alle möglichen Fragestellungen. Und damit ist auch ein wichtiges Wort gefallen, das Wort Fragestellung. Und jetzt gebe ich einmal auch die Frage zurück an unsere Regie. Gibt es aktuell Fragen aus unserem Publikum, aus der großen Cloud, aus der Wolke? Wer hat sich gemeldet, Herr Wacker? Ja, Frau Wirz, verehrtes Podium, wir haben einige Fragen schon während den Vorträgen bekommen, aber jetzt trudeln Sie auch so langsam im Fragefenster ein. Nochmal bitte der Hinweis, nutzen Sie dieses Fragefenster und stellen Sie Ihre Fragen jetzt konkret zu allen Themenbereichen, die wir angesprochen haben. Naturgemäß drehen sich die Fragen, die jetzt aktuell kommen, vor allem um das MMB-Ranking, Herr Dr. Michel. Und eine Frage hat uns erreicht, bei den E-Learning-Tätigkeitsfeldern ist eine Zunahme der Umsatzanteile besonders bei Dienstleistungen und Content zu erkennen, während der Verkauf von Tools und Hardware zurückgeht. Wie ist denn diese Marktverschiebung aus Ihrer Sicht zu erklären? Da würde ich jetzt am liebsten das Chart aufrufen, um das zu relativieren, was hier angesprochen wurde. Der Verkauf von Hardware für E-Learning und Wissensmanagement liegt in diesem Jahr bei 1,1% Anteil an den Umsätzen der von uns befragten Unternehmen und im letzten Jahr lag er bei 1,9%. Also die Verschiebungen sind da nicht sehr groß, so dass man hier nicht mühsam nach Erklärungen suchen sollte. Das sind durchaus auch Zufälligkeiten bei der Teilnahme an diesem Ranking. Noch eine Frage zum MMB-Ranking, auch wenn es Frau Wirz mit einer Zahl schon angedeutet hat, ist aber auch nachgefragt worden. Ja, diese Ranking-Unternehmen, diese Top-Unternehmen, kann man ein paar Namen sagen, wie wird vertreten sein, sind die ersten Top 5 dabei? Also hier heißt es konkret, um die Frage auch konkret vorzulesen, welches der Ranking-Unternehmen wird auch auf der LearnTech vertreten sein? Das ist die konkrete Frage, die uns erreicht hat, hier von einem Hörfunksender. Ja, diese Frage können wir sehr stolz beantworten. Es sind etwa, also aus der aktuellen Zählung sind 16 von den Top 20 Unternehmen auf der LearnTech vertreten und insofern eine gigantische Live-Plattform in Karlsruhe zur Messe. Da muss man fast schon fragen, wer ist nicht dabei? Die Frage ist wunderschön beantwortet. Es gibt aber noch ein paar, mit denen wir noch in Gesprächen sind. Wir sind natürlich ja auch heute erst haben wir noch rund 3 Monate bis zur Messe. Insofern ein bisschen Luft haben wir noch und der ein oder andere wird mit Sicherheit noch kommen. 20 out of 20 können wir aber noch nicht berichten. Eine schöne Frage kommt hier nochmal von einem Hörfunksender. Es beschäftigt sich mit dem Claim, Lernen weltweit vernetzt. Was verbirgt sich genau dahinter? Also natürlich ist das inzwischen so, dass Sie Inhalte weltweit austauschen. Wenn Sie im Netz etwa sich über irgendein Thema informieren wollen, dann können Sie nicht mehr darauf zurückgreifen, dass nur aus einem Land die Informationen kommen. Wir sind internationaler geworden in dem, wie wir Wissen erwerben. Das ist der ganz wesentliche Hintergrund dabei. Die Cloud, das Netz und seine Benutzer sind weltweit verteilt. Aber wir sind auch als LearnTech internationaler geworden. Wir haben einen richtigen internationalen Tag am zweiten Messetag mit diversen Themen, mit internationalen Sektionen. Das heißt also auch einem Besucher, der wirklich nun aus dem englischsprachigen Ausland kommt, wird hier ein durchgängiges Programm an diesem Tag geboten. Und ich glaube, das rechtfertigt schon die Idee, diese weltweite Vernetzung, die wir an jeder Stelle bemerken, auch als Motto der LearnTech dann zu definieren. Frage von einem studentischen Magazin. Die Preise, gerade Aurelia, wer kann sich bewerben? Ganz konkret nochmal die Nachfrage. Ja, dann fangen wir doch mal an mit dem Herrn Michel an der Stelle. Ja, das hat Frau Wirz vorhin nicht angesprochen. Da bin ich Ihnen aber auch gar nicht böse. Ich sitze jetzt hier für das MMB-Institut. Ich habe aber auch noch einen zweiten Hut auf als DELAN-Vorsitzender, also des deutschen Netzwerks der E-Learning-Akteure. Und wir haben hier auf der LearnTech 2005 den DELINA aus der Taufe gehoben. Der wendet sich zum einen an Schüler. Da gibt es den DELINA School, der verliehen wird. Aber hier auf der LearnTech von besonderem Interesse ist der Nachwuchspreis, der sich an Studenten
richtet. Es hat so etwas, den Multimedia Award, schon auf der LearnTech sehr lange gegeben. Wir sind quasi in die Tradition dieses Preises getreten und haben jedes Jahr fantastische junge Leute hier präsentieren können mit tollen Ideen, die am Ende zum Teil auch richtig gute Geschäftsideen und gutes Business geworden sind. Ja, und der Eurelea, das ist der europäische Award für technologiegestütztes Lernen, den gibt es seit mittlerweile 9 Jahren auch, hat als Zielgruppe Unternehmen, professionelle Einreicher, Organisationen, auch aus dem Hochschulsektor finden wir dort Einreichungen, aber widmet sich eigentlich nicht so der Nachwuchsschiene. Das heißt also, für ein studentisches Magazin würde man sagen, da ist der Delina die richtige Plattform, aber für diejenigen, die professionell in dem Bereich arbeiten, Eurelea, www.eurelea.org. Wir haben noch 2 Wochen offen, um sich zu bewerben. Reichen Sie einfach was ein und lassen sich überraschen. Oder einfach auf der Seite learntech.de. Meine Damen und Herren, wir haben eine weitere Frage hier im Fenster. Gibt es genaue Zahlen, wie viele deutsche Unternehmen tatsächlich in der E-Learning-Branche insgesamt tätig sind? Und wie hoch ist der Umsatz? Das ist die Geldchenfrage. Wie groß ist die Grundgesamtheit? Für jeden Statistiker ist das natürlich eine entscheidende Voraussetzung, wenn man hochrechnen will. Deshalb sind wir auch so vorsichtig mit unseren absoluten Zahlen. Wir gehen mit den Branchenexperten von etwa 250 Unternehmen in dieser Kernbranche aus. Und wenn wir jetzt sagen Kernbranche, dann ist damit auch klar, dass dazu nicht die Verlage etwa gehören, die natürlich auch immer stärker in E-Learning, unterwegs sind. Immer mehr Apps, auch von Bildungsverlagen finden Sie, das wird sicher auch die LearnTech wieder zeigen. Und das sind auch nicht die großen IT-Unternehmen, die Beratungsunternehmen, die externen oder Binnenumsatz mit E-Learning generieren. Also wenn wir hier von etwa 350 Millionen Euro Umsatz pro Jahr sprechen, dann sind das diese 250 Unternehmen der Kernbranche, die sehr stark klein-mittelständisch geprägt sind. 250, das ist die Zahl, bei der wir im Augenblick sind. Dankeschön. Eine Frage zur LearnTech allgemein, im Ranking auch gesehen, Rang steht auf Platz 1 der Weiterbildungsmessen und Kongresse. Woran wird der Erfolg bei den Messemachern festgemacht und wo liegen denn eigentlich die großen Unterschiede von der LearnTech zu anderen derartigen Veranstaltungen, steht hier? Ich denke, was ist der Gradmesser für eine gute Messe? Das ist die Zufriedenheit unserer Aussteller und das ist die Zufriedenheit der Besucher. Und hier können wir ganz klar konstatieren, wenn wir auch in unsere repräsentativen Messe- und Ausstellungsbefragungen einen Blick hineinwerfen, dass diese beiden Gradmesser in den letzten Jahren deutlich angestiegen sind. Und wir glauben, dass das mit unseren Neuausrichtungen in der Konzeption von Kongress und Messe in dem Zusammenwirken besteht, dass wir es geschafft haben, mehr Besucher in den letzten Jahren wieder zur LearnTech zu ziehen, dass wir uns fokussiert haben auf den Lernenden, auf den Menschen, dass der im Mittelpunkt ist und die Technik sozusagen ihm zuliefert und dass wir uns natürlich geöffnet haben dem großen bildungspolitischen Kontext, wie kann der Standort Deutschland in Zukunft auch im Weltvergleich nach vorne gebracht werden und da sind natürlich Bildungstechnologien, effiziente Bildungstechnologien, Technologien, die im Mainstream auch der User liegen, ganz besonders mitgefragt und das Ganze hat die LearnTech vorbildlich aufgegriffen, zusammengefasst und damit ist auch letztendlich schon der sogenannte USP gegenüber den anderen Veranstaltungen meines Erachtens ausreichend beschrieben. Ich glaube, man kann sogar noch eins draufsetzen, denn natürlich ist ein Gradmesser auch das Interesse, was die, sagen wir mal, große Politik an der Veranstaltung hat. Und das ist mit 2 Landesministern und einer Bundesministerin dieses Mal doch ganz enorm gestiegen, auch gegenüber dem, was wir in den vergangenen Jahren hatten. Ja. Man kann sich noch die Frage stellen, warum das Bundesaußenministerium hier überhaupt Interesse dran hat. Da ist natürlich die Zuständigkeit des Bundesaußenministeriums für die ganzen Auslandsschulen zu nennen, für die Auslandsaktivitäten. Und das wird auch eine Rolle spielen an unserem internationalen Tag. Wie können wir etwa den Fachkräftemangel in Deutschland decken durch ausländische Arbeitskräfte? Da wird uns die EDUBIS einige Antworten liefern. Das heißt also, hier ist ein Gesamtkonzept, was hochgradig Interesse findet, auch in der großen Politik. Auf jeden Fall. Unser Fragefenster füllt sich eifrig. Danke an alle, die hier so eifrig das Fragefenster auffüllen. Können Sie mir
sagen, welche Rolle E-Learning in Hochschulen und Schulen auch eine Rolle auf der LearnTech spielt? An wen richtet sich die Veranstaltung hier konkret? Also das kann man natürlich ganz klar sagen. Die Zielgruppe der LearnTech sind die Profis. Professionelle Menschen aus den Unternehmen, die sich mit Bildung und Weiterbildung befassen. Nun ist das aber so, dass hier auch die Dinge zusammenwachsen. Das heißt, man kann in vielen Fällen etwa das Interesse der Schulen bei der Ausbildung und bei der Beschickung des Arbeitsmarktes mit Absolventen nicht mehr trennen von dem, was die Unternehmen tun. Das sehen wir an dem Beispiel der Keynote von dem Herrn Heer von der Daimler AG am Internationalen LearnTech-Tag. Das heißt also, dieses Zusammenwachsen der Dinge hat uns dazu bewogen, dass wir in der Tat auch wieder einen Blick auf das Thema Schule richten. Darum der separate Kongress des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg am dritten LearnTech-Tag. Natürlich muss man auch ganz klar sagen, die Zielgruppe dieses Medienkompetenztages sind auch nicht die einzelnen Lehrer, die nachher vor der Klasse stehen, sondern eher die Multiplikatoren, die Entscheider, die Fachberater, das heißt also diejenigen, die über den Kurs bestimmen, den irgendwann die Bildung einschlagen wird. Das gilt für die Schule, das gilt natürlich auch für die Hochschule. Auch in der Hochschule zielen wir jetzt nicht auf den einzelnen Hochschullehrer, der sich informieren möchte, wie er denn bitte Medien im Unterricht einsetzen kann. Ja, da wüsste ich sicherlich viele, auch meiner Kollegen, denen ich empfehlen würde, geht doch mal dahin. Sondern hier zielen wir auch tatsächlich auf diejenigen, die etwa in den Ministerien darüber entscheiden, in welche Richtung gehen wir, auf die Plattformbetreiber, auf die landesweiten Organisationen. Bei der Hochschule kommt natürlich noch ein weiterer Aspekt hinzu. Wir haben hier vielfach Forschungsergebnisse aus den Hochschulen heraus direkt auf der LearnTech präsentiert. Das ist natürlich wiederum etwas, was wesentliche Impulse liefert. Die nächste Frage beschäftigt sich mit der E-Learning-Branche allgemein. Zum einen Blick in die Glaskugel. Welche Umsatzprognosen kann man im Allgemeinen tätigen und wie krisenfest ist die E-Learning-Branche generell? Ja, den Blick in die Glaskugel, da bin ich sehr vorsichtig. Wir haben gesehen, dass die E-Learning-Branche in den letzten Jahren, wie würde man jetzt in seiner Pressekonferenz des Wirtschaftsministeriums sagen, stärker performt als der Rest der Gesamtwirtschaft. Ob sich das fortsetzt, kann man natürlich heute noch nicht prognostizieren. Meine Hypothese geht aber in die Richtung, dass wir sogar wieder stärkeres Wachstum in den nächsten 2-3 Jahren erwarten können. Das erkennt man aus den Entwicklungen im Markt. Unternehmen, die aus dem Markt verschwinden, das hat es gegeben in den letzten 2-3 Jahren. Diese Erscheinungen, auf diese treffen Sie kaum noch. Unternehmenszusammenschlüsse sind ja auch ein Zeichen einer reifenden Branche. Haben wir in den letzten Jahren sehr interessante erleben können und ich gehe davon aus, dass das auch in den nächsten 1-2 Jahren so weitergeht. Das heißt, ich hatte vorhin Konsolidierung gesagt, es wird ein Wachstum geben, aber nicht mehr diesen Hype, den wir noch vor 6-8 Jahren verzeichnen konnten. Eine Frage hat uns zum Thema Games at LearnTech erreicht von einer Fachjournalistin. Warum wurde dieses Label denn erst jetzt konzipiert? Hat die Bedeutung von Spielen für die Weiterbildungsbranche erst jetzt auch zugenommen oder war das nicht schon früher ein wichtiges Thema? Würde ich vielleicht ganz gern einhaken an dieser Stelle. Sicherlich waren Games und Serious Games schon in der Vergangenheit auf der LearnTech mit präsent. Nur jetzt ist es halt eben so, dass auch im Gespräch mit einigen Ausstellern, das auch aus dem Markt an uns herangetragen wurde, dass dieses Thema jetzt gerade viel Interesse erfährt und auch durch die technische Entwicklung am Markt gibt es viele neue Möglichkeiten, bestehende Programme etc. Auf mobile bzw. auf spielerische Art und Weise zu festigen. Und es bietet natürlich auch viele neue Möglichkeiten, also wie zum Beispiel Augmented Reality oder ähnliche Techniken, die jetzt möglich sind, dank den technischen Erweiterungen. Es ist natürlich auch eine Nachfrage zu verzeichnen an Apps und Applikationen, wie es richtig heißt, und ich bin auch der Meinung, dadurch, dass Serious Games die Lerninhalte einfach durch intrinsische Motivationsfaktoren da die Möglichkeit bieten, die Lerninhalte nachhaltig zu vertiefen,
gibt es halt auch die Möglichkeit, da halt ja das nochmal unter anderen Gesichtspunkten zu sehen. Und wir nutzen jetzt auch natürlich ganz gern die Gelegenheit, das unseren Besuchern hier vorzustellen und wollen jetzt damit auch das Thema verstärkt bei uns auf der LearnTech mit implementieren. Auch Games in Karlsruhe, wie kommt diese Verbindung zustande? Ja, vielleicht Herr Professor Henning dazu noch. Also die Verbindungen sind vielfältig und eigentlich müsste natürlich Herr Naumann an der Stelle widersprechen. Wir hätten am liebsten natürlich das Thema Games schon auf der letzten LearnTech behandelt. Aber der Punkt ist natürlich, wenn eine solche Sache so intensiv hochkommt, dann muss man zunächst auch mal abwarten, wie eigentlich der Trend sich hier konsolidiert und wie sich auch das Interesse konsolidiert. Insofern war das einfach zu früh auf der diesjährigen LearnTech, diesmal kriege ich es richtig hin, das Thema schon in der Form zu verankern. Wir haben es also jetzt wirklich in den Vordergrund geschoben, weil sich, wie gesagt, diese Trends konsolidiert haben. Wie kommen diese Verbindungen zustande? Ja, eine Verbindung kann ich Ihnen ganz klar nennen. Ich halte hier an meiner Hochschule eine Vorlesung Game Programming. Der Herr Dr. Langewitz, der Pressesprecher der Karlsruher Mess- und Kongress GmbH, ist auch mit der Games-Branche vernetzt. Das heißt also, hier gibt es vielfältige Beziehungen, die auch vollkommen unabhängig von der LearnTech existieren. Und wenn man dann sieht, wie dieses Spielethema plötzlich in das Lernthema hineinwirkt, dann ist es eigentlich ganz natürlich, die Dinge auch zusammenwachsen zu lassen. Klar muss man auch sagen, Games at LT ist natürlich ein LearnTech-Thema, aber die Zielgruppe, die wir damit erreichen werden, dass wir das außerhalb der Messe und außerhalb des Kongresses anordnen, die ist natürlich wieder eine neue. Und damit ziehen wir auch wieder Publikum auf die Messe, was neue Impulse geben kann, was auch möglicherweise dann Interesse hat an den professionellen Themen, die da geboten werden. Aus dem Fenster sind keine weiteren Fragen zu ersehen. Damit gebe ich wieder zurück ans Podium an Frau Wirz. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, für das Zuschauen, für das aktive Mitgestalten dieser Online-Pressekonferenz. Ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Regie, an unser Team, an alle unsere vortragenden Referenten und an die ganzen Mitwirkenden, die auch bei dieser Vorbereitung mitgeholfen haben und natürlich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des MMB E-Learning Rankings. Nochmal, ja, herzliche Grüße aus Karlsruhe und wir sehen uns zur LearnTech. Ja, verehrte Journalisten, noch der technische Hinweis, dass die digitale Pressemappe zu dieser Pressekonferenz auf presslive.de für Sie bereitsteht. Auf learntech.de finden Sie ab sofort das aktuelle Kongressprogramm zur LearnTech 2012. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Der Hinweis an alle Bildredaktionen, Sie können das HDV-Material ab sofort auch bei der Pressestelle der Karlsruher Messe und Kongress GmbH zur rechtefreien Wiederverwertung anfordern. Wir melden uns sozusagen ab hier aus der Kongressebene des Messezentrums in Karlsruhe und freuen uns auf ein Wiedersehen auf der LearnTech 2012 hier in Karlsruhe. Auf Wiedersehen.